So, wen nehme ich dann im Kampf mit? Ja, die natürlich. Und Rex nehme ich mit, weil er ist kampfstark. Muss nur die Waffen überprüfen. Komcheck, können Sie mich hören, Commander? Klar und deutlich. Gut, wir beginnen unsere Offensive. Wir versuchen es bis zu den Flakgeschützen zu schaffen, aber möglicherweise müssen Sie den Rest erledigen. Und Commander, wenn Sie eine Möglichkeit sehen, deren Verteidigung zu umgehen, wären wir für jede Hilfe dankbar. Ja, schauen wir mal, ne? Je nachdem, wie wir es schaffen. So, zuallererst gucken. Da wird nichts Besseres sein, was ich jetzt schon habe, oder? Hier kann ich leider keine schwere Rüstung zukommen lassen. Aber das hier. So, bessere Rüstung, besser das, besser das. Und besser das. Und das. Ja, ich merke, ich bin noch nicht so ganz auf der Höhe. Deswegen speichern und scheißegal loslegen. Shadow ist am Boden. Wiederhole, Shadow ist am Boden. Lieutenant Alenko mit dem Eagle-Team, Manowai, Jaito-Team, los! Wird Zeit, auf uns aufmerksam zu machen. Das Manowai-Team steht unter Beschuss. Wir können die G-Türme nicht erreichen. Sie sind außer Reichweite. Supi. Haben die Pech gehabt. Was hast du denn? Genau meine Art von Urlaub. Ein Haufen Landschaft, ein Haufen zum Umnehmen. Ach, geht Kommunikation direkt gestört, okay? Okay, funktioniert nicht. Zeit zum Speichern. Wo geht's lang? Hier vorne? Genau meine Art von Urlaub. Ein Haufen Landschaft, ein Haufen zum Umnehmen. Es geht doch nichts über einen entspannten Spaziergang am Strand, wo man böse Buben mit der Puste umnietet. Nur einreden. Ah, die Standardmusik. Irgendwas stört Ihre Zielanvisierung. Wir haben einen Treffer. Lieutenant Alenko, helfen Sie Manowai. Gut, rechts halten. Okay. Halten wir uns noch mal rechts, ne? Sie fordern SAT-Angriffe an. Jaito, achten Sie auf Funkstationen. Alenko, können Sie was sehen?
Mir geht's so schlecht. Mir geht's immer noch so schlecht. Alle Ziele neutralisiert. Ah, die haben Krogan, ne? Ich wechsle doch nochmal die Waffe. Ja, die Sachen, die stürmen wir mal so beiläufig hier, glaube ich. Das müssen wir sogar, oder? Hier können wir nichts machen. Wir stehen unter Beschuss. Verschanzen, bevor das Flugzeug zurückkommt. Hier ist nix. Die sind aber auch hartnäckig. Gut, hier ist eine Sackgasse. Das heißt, ich müsste tatsächlich den rechten Weg hier entlang. Wow. Au. Aber wir können mal eben die Tankanlage sabotieren. Ja, das geht. Schon wieder Level up. Willst du mich verarschen? Das ist ja schon fast unfair. Gatflieger vernichtet. Bringt das nichts? Sollen wir den nicht in die Luft jagen können? Oh. Okay, ja, so geht's auch. Ah, nein, vorbildlich. Okay, dann lade ich lieber. Schnell zu. Ja, das ist okay. Nö, dann vernichte ich die nicht. Wenn ich dafür Vollbildspunkte kriege, dann will ich sie nicht absichtlich holen. Mal hier halt die Gegner platt, ist alles in Ordnung. Oh. Ja, Blutbad. Ah, das ist also okay. Gut zu wissen. Was ich jetzt baue, ist das hier.
Oh Gott. Ich bewege das übrigens nicht, ne? Das ist alles Eigenbewegung hier. Okay, ich habe eigentlich daneben geschossen, das Spiel hat aber getan, dass er getroffen. Bedrohung aus der Luft hat sich noch nicht materialisiert. Vielleicht bekommen wir Hilfe von Shadow. Ja, glaube ich nicht. Wir wären da. Wir sollen Einrichtungseingang. Ist eigentlich egal, wo wir hingehen. Wir gehen hier lang. Okay, brauche ich muss nah dran sein. Stellung halten, Leute. Stellung halten. Woher wissen die eigentlich, dass ich nah dran bin? Tja. Das war meine Antwort darauf. Zugang zur Basissicherheit. Sollten den Alarm von hier aus ausschalten können. Vielleicht könnten wir sogar Alarm an der entlegenen Seite der Basis auslösen. So könnten wir uns die Wachen vom Hals schaffen. Allerdings könnte das dann auch zu viel werden für Lieutenant Alenko und die Salarianer. Alenko kann noch ein paar mehr übernehmen. Das würde das Aufkommen der Wachen in der Basis minimieren. Zu Befehl, Kommandant. Ich hoffe, Alenko passt auf. Ja, der passt schon auf. Alles gut, alles gut, alles gut. Warum sind Salarianer hier? Salarianer? Captain Kirahi sagte was davon, ein paar Männer verloren zu haben. Wurden wohl indoktriniert. Oh, da fliegt eine Waffe. Ja, ich hätte hier diverse Systeme hacken. Ist da jemand? Ja, ich lasse euch liegen. Ich hätte da jetzt einige Systeme natürlich zerstören können und die Ionenkanonen zerstören können und so weiter. Aber wo bleibt denn da der Spaß? Der Captain wird von der Seite angegriffen. Herr Igor, stoßen Sie zu Yaito. Wir müssen etwas Zeit schinden. Ich habe Angst, dass das Spiel mir hier zerschrotet. Hä? Sturmgewehr, Tsunami. Okay. Jetzt muss ich aber mal kurz gucken. Alter, noch. Boah. Heilige Mutter. Wo hab ich denn das Zeug her? Aber von meinen Lieblingswaffen gibt's nichts. Toll. Okay, das macht uns richtig stark. Die nutzt doch die. Ja, die soll mal den nutzen und trainiert? Trainiert, okay. Warum schießt er mit einer nicht trainierten Waffe? Schieß mal bitte mit der. Ja, Skimitar bitte. Ich hoffe, ich laufe hier richtig. Ihr braucht, wie gesagt, nicht in die Kommentare schreiben. Ich weiß, um die... Soll ich die Gefangenen befreien? Könnt ihr mal gucken, ob wir die Gefangenen befreien können. Dann können wir die aushorchen und foltern.